Und weiter geht es hier bei Zelda 2 The Adventure of Link im finalen Dungeon, den wir im letzten Part betreten haben. Ja, frohen Mutes wissen wir schon, was uns hier im nächsten Raum erwartet, und zwar ein sehr, sehr starker Gegner. Ein roter, springender Irgendwas-Ritter, der auf jeden Fall richtig heftig stark ist. Also versuchen wir hier mal dem zu entkommen, aber der... Ich glaube, der kommt uns sogar nach, Alter, wir werden verfolgt. Also bloß weg hier. So, und es geht auf jeden Fall jetzt tiefer und ich glaube sogar, hier waren irgendwo Geheimgänge, oder? Okay, ich habe mich vielleicht auch getäuscht. Ja, es geht sehr, sehr tief runter, aber hier muss doch irgendwo noch was sein. Ja, hier haben wir zum Beispiel so einen Geheimgang. Und wenn es jedenfalls... Oh, Hilfe. Ja, okay, ich glaube, hier haben wir nur eine Sackgasse, aber mir war zumindest so, dass hier was... Zumindest ein Geheimgang war. Jedenfalls, wenn es runter geht... Es ist nice, weil runter geht es Richtung Boss. Das weiß ich definitiv. Und ich bin mal gespannt, ob wir ihn vielleicht sogar schon in diesem Part erreichen können. Je nachdem, wie es so läuft und ob wir uns hier regelmäßig verlaufen. Lass uns doch einfach nur durch, Mensch. So. Na, Problem nur, unsere Magie reicht nicht mehr für irgendwas. Jetzt vielleicht noch für Shield. Sehr gut. Dass wir hier zumindest noch diesen Raum bestehen, ohne down zu gehen. Okay. Gut, liebe Freunde. Ach nö, doch nicht gut. Ja, diese Blöcke mag ich überhaupt nicht, diese ganzen Blockpassagen. Hoffentlich sind hier wenigstens keine starken Gegner. Weil wenn nicht, dann wäre es gut, aber bestimmt kommen wieder irgendwelche... Oh, verdammt, oh, verdammt, oh, verdammt. Sowas zum Beispiel. Das ist gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Ich glaube, wir sind richtig am Arsch. Natürlich, keine Chance. Okay. Hier müssen wir definitiv mit dem Jump-Zauber ran. Da haben wir, glaube ich, keine andere Wahl. Und auch Schilden. So. Da müssen wir gleich versuchen... vor dem blauen Ritter so ziemlich schnell davon zu kommen. Am besten uns ganz hoch einquartieren, dass er nicht... Aber der kann hochjumpen, der kann richtig hochjumpen. Oha, okay, so hoch kommt er anscheinend nicht, oder? Ja, der kommt uns nicht nach. Oh, Glück gehabt. Ich hatte schon richtig Angst. Oh, nee. Aber die Angst bleibt... La 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 la. Bloß nicht runterfallen. Oh Gott. Ich bin so froh, wenn wir das alles geschafft haben. Ganz ehrlich. Immer diese Anspannung vor jedem Part. Oh. Okay, hier ist aber noch kein Boss. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hier haben wir nur ein paar nervige Gegner. Auch wenn das schon verwirren kann. Da kann man denken schon so, oh, man ist beim Boss. Aber ist es dann doch nicht. Aber allzu weit dürfte es dann auch nicht mehr sein, glaube ich sogar. Und das wiederum würde heißen, dass wir hier sehr gut walala, gelaufen sind. Bis hierhin. Ah. So, und auch der verfolgt uns. Meine Güte. Wir haben richtige Stalker an den Hacken hier. Und es geht immer und immer und immer tiefer. So, mir... Momentchen mal. War hier nicht vielleicht sogar noch... Sogar eine Fee. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Okay. Ja, und ich kann mich hier dran noch einigermaßen erinnern. Es kann echt nicht mehr so viel fehlen. Tatsächlich. Also könnten wir es in diesem Part echt noch zum finalen Boss schaffen. Aber noch ein, zwei relativ fiese Geheimnisse gibt es hier trotzdem noch, die man bewältigen muss. Ich glaube, wir müssen noch tiefer. So, und schon wieder mehrere Wege zur Auswahl. Ah. Ich bin gespannt, ob wir hier... Lalalala, direkt richtig gehen. Verdammt. Lass uns einfach nur durch, lieber Vogel. Einfach nur durchlassen. Wir sind Arzt. So. Ah, ich glaube... Ich glaube, hier sind wir tatsächlich richtig. Auch wenn es an sich aussieht... wie ein sehr, sehr schmaler Gang, der nur zu einer Sackgasse führt. Aber, wenn wir diese
goldenen Blöcke hier zerstören, müsste es irgendwo ein unsichtbares Loch geben. Ach, die nerven so dermaßen rum hier, diese Köpfe. Unfassbar. Und hier können wir runterfallen. Puh, okay. Das war eines von den fiesen Geheimnissen. Haben wir hier vielleicht irgendwie Leben oder so? So ein Magiekrug? Würde ich jetzt schon ganz gerne nehmen. Aber irgendwie haben wir hier, ja, eine von den Sackgassen, aber eine, die nicht so schlimm ist. Kostet uns nur ein paar Sekunden. Und das ist nicht so wild. Wow, 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 wow. Alles klar, einfach mal hier so einen Riesenblob, aber ja. Kostet uns ein paar Life Points, aber ganz ehrlich, macht den Kohl auch nicht fett. Und hier müssen wir tatsächlich runterfallen, hier in dieses schmale Loch. Und damit haben wir, glaube ich, schon so ziemlich alles erledigt und können... Oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt. Ah, okay. Jetzt wird es hier hakelig, weil ich glaube, dass wir hier jetzt gleich schon... Oh ja, ich glaube, dass wir jetzt beim Boss sind. Beim Endboss, zumindest beim ersten Teil des Endbosses, weil es quasi zwei Endbosse gibt. Problem nur, wir haben keinerlei Magie und wir brauchen für diesen Boss definitiv sehr viel Magie, weil wir den neuen Fanda-Zauber einsetzen müssen. Zwangsweise. Also da führt kein Weg dran vorbei. Wir brauchen Magie und ich hoffe, dass da jetzt neben dem Gegner, ach, immer dieser doofe Gegner. Wenn wir Glück haben, kann da nämlich auch der Magiekrug erscheinen und ich will da möglichst mit Energie hin und ich will diesen Thunder-Zauber einsetzen. Ich will jetzt kein Leben abschenken, weil man da gut und gerne auch mal ein paar Mal drauf gehen kann in dem Kampf. Also will ich auch dieses Leben hier nicht einfach so kampflos aufgeben, aber wir haben mega mäßiges Pech. Weil ich bin sicher, dass da auch ein Magiekrug, ja, erscheinen kann. Ich würde sagen, einen Versuch geben wir uns noch und wenn das auch nichts bringt, dann müssen wir wohl einfach, ja. Oh! Wenn man davon spricht, okay, dann mal aufpassen. Erstmal hier einsacken und live direkt einsetzen. Und dann müsste es eigentlich auch noch für Thunder ausreichen. Im Bossraum. Das heißt, ja, mal direkt am besten auswählen und dann geht schon der Endkampf, wenn man so möchte, los. Und zwar gegen ein sehr, sehr merkwürdiges Vieh, was vorher rot war, jetzt ist es blau. Man kann es also jetzt, ja, theoretischerweise Schaden zufügen, dank des Thunder-Zaubers, aber wir waren direkt besiegt. Gut, aber jetzt können wir hier mit voller Magie ran, also unter anderem natürlich Shield und dann den Thunder-Zauber wieder auswählen. Man muss auch hier ihn direkt quasi ins Face treffen, das ist ganz wichtig, aber der spuckt auch einige von diesen Feuerbällen. Also nicht so einfach. So, jetzt zählt's auf jeden Fall hier. Ja. Boah, den allen auszuweichen ist jetzt schon schwer und das wird, glaube ich, noch mehr, je mehr Schaden er hat. Das sehen wir hier schon. Aber wir schlagen uns trotzdem gut. Verdammt! Alter, war das knapp! Ein einziger Schlag hat noch gefehlt. Das war schon eine richtig gute Runde eigentlich. Oh Mann. Na gut, okay. Aber es wird schon knapper. So viele Leben haben wir jetzt auch nicht mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, nochmal das Ganze. Da muss man wirklich aufpassen. Ja, aber wir haben jetzt schon zu viel Schaden und ihn noch kein einziges Mal getroffen hier gerade. Ja, Leute. Ich glaube, den Versuch kann man jetzt schon in den Sand setzen, so ziemlich. Ja. Das ist so unfair. Wie viele Bälle will er denn noch machen? Oh. Okay, liebe Freunde. Ich würde mal sagen, dass wir uns die letzten beiden Versuche dann für den nächsten Part, vielleicht finalen Part, vielleicht auch nicht aufheben. Je nachdem, ob wir Game Over gehen werden.
Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. Und mal direkt hier Shield einsetzen natürlich und schon mal auf Thunder gehen. Dann würde ich mal sagen, geht es hier auch beim nächsten Mal dann weiter. Ihr seht schon, es wird hier heftig werden. Bis zum nächsten Mal und bis dahin macht es gut und ciao.